So sah das Wirtshaus vor über 100 Jahren aus, so sieht es heute aus. Im Kempter Wald gelegen, strahlt das Waldgasthaus zum Tobias eine idyllische Ruhe aus. Auf die eigene Haflingerzucht ist Inhaber Michael Hörmann besonders stolz. Nebenan weiden 17 Mastrinder. Sie werden das Gasthaus einmal mit frischem Fleisch versorgen. Die Landwirtschaft liegt uns sehr am Herzen und die wollen wir unbedingt aufrechterhalten, weil einfach das eigene Fleisch für den Gast das Allerwichtigste ist. Und Sie hören ja im Hintergrund die Atmosphäre mit den Glocken. Man meint, man ist auf der Alpe. In der Küche herrscht derweil geschäftige Betriebsamkeit. Hier ist das Reich von Chefkoch Florian Schindele. Wobei das Klima im gesamten Haus durchaus familiär ist. Schließlich ist das Waldgasthaus zum Tobias seit 4 Generationen in einer Hand. Mein Opa und meine Oma haben angefangen. Und das heißt, das war schon die 2. Generation. Und dann ist mein Vater gekommen. Und in dieser Zeit, in den 70er Jahren, hat man einen Meister aufgebaut. Und die haben am Meister geleistet und wir strengen uns an, dass wir das heute so erhalten und freuen uns, dass unsere Kinder jetzt auch mitmachen. Die haben auch alle 3 Gastronomie gelernt. 2 davon, Simon und Alexandra, sind heute im Einsatz. Der Rinderbraten mit Blaukraut und Knödel muss serviert werden. Gerade das Rindfleisch aus eigener Landwirtschaft kommt bei den Gästen gut an, nicht nur als Braten. Darüber hinaus gibt es noch die Allgäuer Spezialität schlechthin im Tobias. Am Mittwoch unsere frische Kässpätzle. Wir tun also auch, holen dann eigene Leibbergkäse, wird dann frisch gerieben, wird frisch aus dem Sud Kässpätzle gemacht, so wie es einfach eine Hausfrau auch macht. Das ist also auch unser Aushängeschild. Im Herbst locken aber noch weitere Schmankerl die Gäste ins Waldgasthaus. Viel Wild vom Kemptner Wald. Da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das alles verarbeiten können. Unsere Gäste fragen jetzt schon, wenn es wieder Wild gibt. Also die warten da schon drauf. Wir haben also da das Reh und Hirsch und wird also sehr gerne angenommen. Da machen wir also viel auch. Den krönenden Abschluss bildet dann der Nachtisch. Selbstgemachte Kuchen und Desserts. Alles Wissenswerte über das Waldgasthaus zum Tobias finden Sie unter www.waldgasthaus-tobias.de und unter www.tv-allgäu.de/kulinarische-reise finden Sie alle bisher ausgestrahlten Beiträge der Reihe.